So, Alter, ich muss wieder zurück. Vorne ist gefräst oder wird gerade gefräst, da komme ich nicht durch. Der Typ da vorne, ja, wahrscheinlich macht er ja nur seinen Job, aber ich habe jetzt steht das schon eine Zeit lang hier, jetzt ist ein Betonmischer von dem Betonwerk da hinten dran. Ja, er wollte er partout nicht durchlassen. Ja, warum? Keine Ahnung. Bis der Fahrer von dem Betonmischer irgendwann mal klar gemacht hat, dass er ja da vorne, wo er gerade steht, abbiegen will. Es ist manchmal. Wie gesagt, der will bestimmt nur seinen Job machen, der will ihn bestimmt nur gut machen. Sag ich ja gar nichts. So, fahre ich jetzt rückwärts durch den Kreisel hier durch. Ja, nicht Sinn der Sache, ne? Halt, doch, ich muss so rumfahren. Da rein muss später, wenn es klappt. Hoffe ich doch mal, dass ich hier rein muss. So, fahr jetzt wieder hier zurück. Wahrscheinlich hier ist Tor geöffnet. Unsere Kieber fahren auch durch, ne? Also das muss. Keine Ahnung. Oh, ist doch alles Kacke da. Alles Kacke da, ey. Sorry. Komm weiter, fahr nur. Alles weiter. Kreisel halt um den Kreisel so lange. Wenn mich einer sieht, jetzt der denkt, der hat sie nicht mehr alle. Kann ich hier reinfahren? Alles weiter. An die Seite stelle. Ach Gott. Da kommt gerade eine Frau angefahren. Ob ich hier in der Ecke geparkt kriege. Das war keine Frau. Sorry, ich nehme alles zurück. Alter, das kann doch nicht Sinn, dass ich jetzt halt Kreise fahre, oder? Jetzt egal.
okay, jetzt. Hier geht irgendwann das Tor auf. Irgendwann. Hier vorne links das. Ja, wer weiß wann. Das Tor ist immer noch zu. Ja, jetzt muss ich in ein anderes Tor rein. Irgendwo dahin auf der anderen Seite. Ja, da kommt schon. Mein Mähen. Dass ich losfahre. Also, echt. Komm rum. Wir haben mittlerweile 2:30 vorbei. Das ist alles Zeit, da ich heute Abend wieder nachrenne. 100%, ich kann ich noch heute irgendwas machen, wo mir jetzt diese 2 Stunden oder was fehlen. Ach nee, schlimm, echt. Da rechts rein, okay, da wollte ich schon immer mal lang fahren. Ja, angeblich wäre dann ein gutes Imbiss dahin. Angeblich. Eieiei. So, jetzt da rein jetzt, ja. 4 Meter, okay. Fahre ich jetzt außen lang? Hoffentlich komme ich da vorne ums Eck. Komme ich hier ums Eck.
sollte reichen. Kann weit genug vorfahren. Habe ich jetzt nicht. Da, ich habe auf allen Scheiß gucke ich nur auf das Scheiß Schild nicht. Hoffentlich muss ich hier wieder raus. So, dann schauen wir mal. Also, wir sind drin, oder ich bin drin. Sau Mick verschwindt. Das Vieh hier reingeflogen. Ja, geht mir voll auf den Sack. Aber sowas von tierisch auf den Sack. Fliegt mir alles in der Fresse rum. Bin mal gespannt, ob ich hier wieder rauskomme. Baggerfahrer, ich glaube, den habe ich zum ersten Mal gesehen in diesem Jahr. Bagger habe ich schon gesehen, den habe ich rausgefahren Anfang vom Jahr. War ein Kollege, glaube ich. Ich glaube, das war das erste Mal. haben noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Mitte Mai. Mal hören, ob ich aufsitze, aber dürfte normal, ich habe so hoch gestellt. Dürfte normal passen. So, ich komme mal raus, muss er mal gerade stellen. Wieder hin raus.
Gut. Bei der Raube steht jetzt nicht gerade drauf. Ich hier gleich drehen. Ich weiß nicht, wo ich sonst drehen soll. Weil ich kenne da vorne, wo die Hänger stehen. Ne? Da könnte ich drehen. Ah, was ist? Ich drehe hier. Hier viel, viel näher an dem Container bei mir auf der linken Seite. Oh, da hatte ich ja noch jede Menge Platz, hatte ich ja noch jede Menge Luft. So. Meine Baggerbrücke ist 1,30 Meter breit. Ich habe hier lichtes Maß, zwischen den Ketten ist 1,20 Meter. Ja. Ja. Okay, ich denke schon dahinter können. Habe ich eine Seite steht die Kette, das sind auch noch Moorketten, ja, also das sind die richtig breiten Ketten, die sind, ich weiß nicht, die Breite sind 90, keine Ahnung, habe ich noch nie gemessen, auf jeden Fall sind die halt breiter. Steht die linke Seite, steht quasi auf dem Holz, auf dem Tieflader, und rechts die Seite steht auf Teil auf der Baggerbrücke quasi in der Mitte, und außen habe ich dann Holz unterbaut. Hofft, dass es stehen bleibt. Ja, noch okay. Vorne wäre auch noch ein Tor. Warum die getauscht wurden, das ist eine. Ach, irgendwas mit dem GPS geht an dieser Raube nicht. Weiß nicht genau was. Stehen hier natürlich Autos, ne? Ich könnte höchstens machen, ich könnte Eis machen, ich fahre vor, stoße dann zurück in den Weg hier. Weil so wird es, glaube ich, bescheiden eng. Schon immer der Arm raus, also es gibt so.
Weißt du, bleibst du stehen, weil bleib ich. Das ist doch. Danke. So, ich hoffe nur, dass die ganze Hundsbrunse hin, dass die alle noch stehen. So. Hier ein Schlauch rausstehen, ne? Ob ich da vorbeikomme. Weiß ich nicht, ob ich da vorbeikomme. Ich glaube, das wird nichts. Aber wird's auch keine Lust, hier Ewigkeiten zu stehen. Es wird nichts, das reicht nicht. Das reicht nicht. Weiß auch nicht warum. Warum dreht er nicht einfach rum? Alles gut. Alles gut. Der wird Dampf haben, ne? Warte mal, er macht. Gleich fahren. Dass jetzt hier der Schlauch wegfliegt wegen mir. Danke. Na, Gott sei Dank habe ich auf die linke Seite geladen. Jetzt schrubbe ich natürlich auf der linken Seite schon wieder am Bordstein vorbei. Ne? Kannst nicht ändern. Danke. Der Tag heute. So, fahren wir hier rum. Vorhin sind wir hier den Weg hochgefahren. Jetzt fahren wir eine weiter. Ist einfacher zu fahren. Hoffe ich doch. Sagt er so in seinem jugendlichen Leichtsinn. Ne? Gar nicht wahrhaben, dass man in einem Industriegebiet ist. So.
echt. Kommt hier vorne was? Nee. Gut. Hier quasi aus. Steht hier auf dem Holz auf drei Stück. Auf der anderen Seite steht sie ganz normal hier innen an der Kante dran. Hier außen drauf. Sieht halt ewig schräg aus, ne? Egal. Ist halt so. Hallo, Mittwochmorgen. Heute Morgen, sorry, heute Morgen lade ich hier im Hof einen Radbagger A29 mit einem Pulverisierer, einer Betonpetze quasi, und mit einem Löffel. Der geht nach Wolfstein, dann komme ich wieder her. Dann lade ich einen 914 Gummikettenbagger. Ja, ich glaube, der soll, wenn ich richtig verstanden habe, Neuhofen. Ja, ich meine ja, aber ich kann mich auch täuschen. Ja, und dann eventuell eine Raube nach Pirmasens hoch. Dazu muss ich halt dann wieder umsatteln. Dazu brauche ich den Rampentieflader, weil da muss ich dann rückwärts an eine Kante fahren, muss die Rampe runterlassen und muss dann quasi runterfahren. Mit unserer Tieflader wird es nicht gehen. Keine Ahnung. Ja, ich fahr mal raus. Lad mal den Bagger, fang mal an, ganze Kram beizufahren und dann rollen wir mal Richtung Wolfstein. Wolfstein wieder in das Werk rein. Vielleicht, ja, wenn es geht, bleibe ich draußen stehen. Wenn es nicht geht, dann halt nicht. Schauen wir mal.
nach 8 haben wir es. Ich habe so ziemlich alle schlimmen Ortsdurchfahrten hinter mir. So gut wie. Hinten dran drängelt einer schon die ganze Zeit, aber was soll ich machen? Ja, ich kann ja nicht durchrennen wie so ein. Durchrennen wie so ein Gestörter. Ist halt so. Da werde ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich in dem Werk, ob ich da noch drehen konnte. Die ganze Zeit war es ja so. Konnte reinfahren, an der Bagger über die Brücke. Dann dürfte ich leer über die Brücke fahren und dürfte dann hinten drehen. Aber ich glaube, mit drehen hinten ist nicht mehr, wenn ich das richtig gesehen habe, das letzte Mal. Keine Ahnung, wie ich das dann mache. Ich einfach draußen auf der Straße stehen bleibe, fahre den per Achse rein, es muss halt aber Platz sein draußen. Das wird dann wieder das nächste. Alles so Sachen des, ja, da denkt gar niemand drüber nach. Ich weiß ja nicht, ob ein Baggerfahrer vor Ort ist. Normal sollte einer da sein. Und jetzt aber, hopp, Attacke. Jetzt ist frei. Ah doch, mein lieber Mann. Da vorne rechts ab. Und war es alles gut. Hier kommt noch eine Ortschaft. Und dann bin ich in Wolfstein. Halt auch noch nicht, oder immer noch nicht zu 100% weiß, ob ich überhaupt ins Werk rein soll oder ob der vorne dran soll irgendwo hin. Das weiß ich gar nicht. Aber ich denke schon, dass der ins Werk soll. Der Bagger. Guck mal, da fährt einer links. Also. Natürlich zieht er durch, ne? Bombe. Bruder. Ohne was. Überhaupt nichts gesehen. Überhaupt gar nichts. So sein Leben riskiert quasi, dass man dann 2 Minuten früher da ist. Und ich fahre ja auch nicht gerade langsam, ja, also ich fahre mit 67, 68 km/h
Bei einem Pkw sind es dann schon über 70, dann sind es so 71, 72 km/h, kriegt ein Pkw gezeigt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Blitzer, der aussieht wie ein Grill, ist auch weg. Aber schön wäre, wenn links vor dem Werk oder Werksverkauf Parkplatz ist, wenn da Platz wäre. Dann würde ich mich da einfach hinplacken. Würde abladen, müsste halt zweimal reinfahren. Vielleicht kann ich auch den Löffel in den Pulverisierer nehmen. Vielleicht ginge das auch. Davon aus, dass der Bagger hier rein soll. Jetzt mal gucken, ob da ein Fahrzeug steht von uns. Falls ja, werde ich mal kurz fragen, ob ich da rein soll. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das war hier alles fertig. Das ist unser Autokran. Autokran, die Ampel ist grün, moin. Also hier steht immer nichts drin. So, ja, mal gleich mal gucken. Ne, ist nicht unser Kran. Der steht auch da hinten drin irgendwo, ne? Oh, da wird es mit dem Drehen sowieso nichts werden. So, gucken, ob links frei ist. Ach hey, da hinten kann ich gar nicht mehr drehen. Eine Ampelschaltung. Bohrgerät, natürlich ist nichts frei. Natürlich ist nichts frei. Ach, der steht hier vorne. Da komme ich gar nicht drüber. Da komme ich auch noch nicht mal rein. Alter, so ein Mist hier, echt. Wir werden gerade Stahlträger
abgeladen. Jetzt hier ist eine Bushaltestelle. Ne? Jetzt weiß ich nicht, kann ich hier stehen bleiben oder nicht. Nächsten Tage überhaupt nichts. Ja, ich fahre jetzt Bagger hin rein auf der anderen Seite vom Berg. Stell den dahin. Wenn sie den brauchen, holen sie sich per Achse dann. Hat mir der Polier hier hat gesagt, einen Pulverisierer bräuchte er eigentlich gar nicht. Jetzt werde ich mal telefonieren, ob ich den wieder mit nach Hause nehme oder nicht. So, die zweite Werkseinfahrt ist gleich hier. Wir hoffen, dass der Hof nicht so voll steht. Weil ihr seht auch die Verladerampen. Okay, das sieht gut aus. Das schaut gut aus. Danke. So, ich werde mich jetzt hier rechts hinstellen. Da kommt noch alles dran an die Rampen. Weil die LKW müssen ja hier rumziehen später, wenn sie beladen sind. Na, stelle ich mich hierher. Rechte Seite, der Bagger werde ich hier hinstellen, an die Seite.
Hier gerade das Werk raus. Haben wir gerade den 29 abgeladen. Den Radbagger. Jetzt fahre ich hoch in den Steinbrunn nach Jedenbach. Sorry, dass ich es von hinten mache. Hol den 300er Dose an, den fahre ich nach Sembach auf unseren Lagerplatz und dann werde ich vermutlich einen Enkebacher 914 laden mit 2 Löffel und einem Pulverisierer, wahrscheinlich, ja, das ist halt alles gesagt bekommen habe ich es, aber ob es dann wirklich passiert, ist immer so eine Sache. Und der geht dann rüber nach Niedermoor,
heißt es Niedermoor? Ich glaube, Niedermoor heißt es. Quasi, ja, in der Nähe von Rammstein. Da hinten dran. Steinwänden, da die Ecke wird es sein. Jo, das mache ich jetzt. Eventuell sattel ich dann, je nachdem wie das Ganze läuft, sattel ich dann noch um. Werd mir eine Rampetieflader dranhängen und werde eine Planierraube hochfahren in Richtung Pirmasens. Wird ein Neubaugebiet angelegt quasi. Ja, und da muss eine Planierraube hin. Schauen wir mal. Eben hier beim Abhängen drin im Werk hatte ich noch Glück. Ich habe angefangen den Schwanehals abzubauen und da habe ich gedacht, also irgendwas stimmt nicht. Ja, das Tiefbett hat sich nicht richtig ablegen lassen und so weiter. Es ging halt irgendwas hat geklemmt. Ja, da bin ich so außer rumgelaufen um den Tieflader und ja. Hab dann gesehen, dass die Leitung vom Rücklauf nur noch gut eine Umdrehung aufgedreht war. Ja, darum ging halt nicht genug Öl durch, zurück. Und das war das, was Tieflader gestört hat. Ja, da hatte ich halt wirklich Dusel, weil noch eine Umdrehung weiter raus und ich hätte die ganze Soße wieder auf dem Fahrzeug verteilt. Knock on wood. So, da sind wir gleich schon 14 Minuten gefahren. Das ist nicht gut, okay. Aber ich habe ja Platz, ich kann ja ausholen. Ich weiß nicht, was ist mit dir? So, da hinholen eine Bogge. Jo. Ich weiß gar nicht, ob der Baggerfahrer hier ist. Den Arm sehe ich schon mal, der scheint zu ruhen. Fahrzeug steht hier. Okay, das passt. Alles gut. Doch, kann man ja Kreise drehen wieder da oben. Eieieiei. Da kann man ja wieder Kreise drehen hier.
Meine Wurst bekommen. Jetzt fahre ich nach Hause, den Hof wieder und lade 14 Tonner beziehungsweise ein R914. Alle, das ist Mühe, Leute. Werde ich mal gucken, ich habe mir das angeguckt, also ich kann nicht mit dem Bagger an die, oder mit dem LKW kann ich nicht an die Baustelle fahren. Eigentlich sollte ich 2 Löffel und einen Pulverisierer mitnehmen. Ja, das mache ich jetzt nicht. Ich nehme nur die beiden Löffel mit, die kann ich ineinander stellen quasi. Und da ich wieder gute, ja, ich schätze mal so 300 Meter, 400 Meter mit dem Bagger auf die Kette fahren muss. Und darum, ja. Mache ich das dann nicht so. Von der Ort reinkommen. Ich glaube, es ist die zweite. Da muss ich mal gucken. Also ich denke, ich kann nicht hochfahren. Ich werde wahrscheinlich auch nicht hochfahren, selbst wenn ich könnte. Wenn es vom Platz her vorne an der Kreuzung reichen würde. Ja, weil ich weiß nicht, wie die Anwohner parken. Ja, irgendwann stehe ich da und komm nicht mehr weiter. Deshalb, ich bleibe vorne dran stehen und dann ist alles gut. Fahr die 200-300 Meter, hat ja Gummiketten. Die sind auch relativ sauber, ausnahmsweise. Fahr den so hoch. Durch das, dass ich jetzt auch nur die beiden Löffel dabei habe, kann ich das auch auf einmal machen quasi. Also ich kann beide Löffel mitnehmen gleich und dann nur mal das Navi kurz anmachen, weil die Strecke hier, die kenne ich gar nicht. Sind wir hier schon, ja? Sein, dass wir hier schon sind. Ich
wir sind schon hier. Das waren doch jetzt keine 5 Kilometer, oder? Ja, Autobahnbrücke. Ist dort. Oder bin ich hier falsch? Erste Straße, vorne wo das weiße Fahrzeug steht, da geht noch eine Straße rein. Da werde ich, glaube ich, rein müssen. Oder ist es noch weiter hinten dran? Denke. Hecke. Stehen die alle hier, ne? Danke. So, hier werde ich hoch müssen dann. Schützenhol, ja. Hier muss ich hoch. Also hochfahren geht mit Sicherheit nicht. Lauf mal da hoch. Da bitte ich halt mal kurz stehen, ist halt doof, aber was soll ich machen? Geht nicht anders. Ich denke, ich kann hier hochfahren. Mit dem Bagger. Kamera überhaupt. Ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, hier an die Kreuzung, da auf das Eck, da muss ich hier packen. Ich weiß nicht, wie weit es ist, ich denke mal 200 Meter oder so. Wie gesagt, ich laufe da mal hoch jetzt und dann gucken wir mal. Bis gleich. Hier muss man mit. So, ich hab euch nicht mit hochgenommen. Bin da hochgelaufen, es ist nicht weit. Die Alte steht da oben und bebert, wir würden sie nach Strich und Fade verarschen und weiß nicht was. Ja, also, ohne Worte, ich lade jetzt hier ab. Sorry, das ärgert mich gerade, weil ja, ich kann nur eins nach dem anderen machen und komm an und werd gleich rund gemacht. So was kann ich überhaupt nicht haben. Wir würden so nur Strich und Fade verarschen und ja. Liebste würde ich den Gang nicht machen und würde den Bagger wieder mitnehmen. Sorry, ist so. Ich hänge hier ab, fahr dann hier den Berg hoch und dann filmen tue ich das jetzt nicht. Bis gleich. Vergessen. Jetzt rufe ich zu Hause an, sag, was mir die Dame gesagt hat, sag, was ich gesagt habe und dass ich den Pulverisierer nicht dabei habe. Ja, komm, bleib mal gechillt hier. Erst fahre ich hier raus auf. Warm, danke. Ach nee, ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt schon jemals gefahren bin. Keine Ahnung. Ich glaub's fast nicht. Sein, doch vielleicht einmal. Und zwar, wenn hier jetzt so eine komische Bogenbrücke kommt, dann
habe ich hier für die Liebherr einen Bagger hergefahren, aber das ist auch alles schon. Oh. Eine halbe Dynastie her. Nee, okay. Dummschwitze. Oh, da ist er nochmal. Ich bin in der Halle. Also vorladen werde ich nichts mehr. Ich sattel jetzt nur noch um. Hängt Rampe Tieflader drauf. Damit fahre ich dann morgen früh runter nach Mainz ins Kraftwerk. Die normale Zufahrt ist wohl wieder frei, also da ist abgefräst, aber ich kann da durchfahren. Dann hole ich die 736 und die geht dann nach Pirmasens. Ganz fantasievoller Name. Diese Straße. Irgendwas mit Sommerwaldweg oder so. Keine Ahnung. Da wir keinen Sommer haben, dürften wir da eigentlich gar nicht hinfahren. Ne? Es regnet nur. Egal. Ja, also das mache ich jetzt heute noch und dann, wie gesagt, morgen früh geht's runter nach Mainz. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Bis denn.